Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz. Und zwar auch heute wieder wird Ihnen diese präsentiert von SWT, den Stadtwerken Trier. Am dritten Spieltag in der Regionalliga Südwest empfing Eintracht Trier SV Waldhof-Mannheim 07. Vor 2176 Zuschauern endete das Spiel 0:2. Ich begrüße zu meiner Rechten den Gasttrainer Thomas Kotschak und zu meiner Linken unseren Oberaltrainer Peter Rubeck. Ich darf aber auch herzlich die Damen und Herren der Presse begrüßen, vom Kirchen Volksfreund, Wochenspiegel 54.de und von SETV und auch Gäste von der Rhein-Neckar-Zeitung. Wir sagen uns alle herzlich willkommen. Sie haben natürlich eine Gelegenheit, Fragen zu stellen an die Trainer, aber wir beginnen jetzt mit Herrn Kotschak, der seine Spielanalyse abgeben wird. Herr Kotschak, Sie haben das Mikrofon. Dankeschön. Ich denke, das war für uns das erwartete klare Spiel gegen eine Top-Mannschaft aus der Regionalliga Südwest. Wir wussten um die Qualität der Trierer, vor allem auch im Offensivspiel, dass sie da die Qualität besitzen, individuell auch Spiele entscheiden zu können. Und dementsprechend haben wir uns vorbereitet. Wir haben ja Mittwoch nochmal ein Pokalspiel gehabt und hatten eigentlich nicht so viel Zeit, um uns intensiv mit Trier auseinanderzusetzen. Aber in den wenigen Zeit, wo wir hatten, habe ich der Mannschaft klar gesagt, dass uns heute hier ein heißes Panzer erwartet. Dass wir eine Mannschaft treffen, die uns läuferisch, kämpferisch alles abverlangen wird. Und ich denke, das ist auch so eingetroffen. Wir sind in der ersten Halbzeit, waren wir, denke ich, zu passiv in unserem Spiel gegen den Ball. So dass Trier die ein oder andere Möglichkeit hatte, wenn ich gerade an die Chance von Gerlinger denke, wo der Scholz überragend hält und wir danach kurz darauf das 1:0 machen mit Burgio. Das sind eben halt Kleinigkeiten im Spiel, die entscheidend sind. Und danach, denke ich, mit jeder Minute im Spiel haben wir uns besser gefangen und haben das auch besser kontrolliert und auch das Spiel verdient 2:0 gewonnen. Darauf können wir aufbauen. Das macht mich stolz für die Jungs. Das stellt mich auch sehr zufrieden da, wie sie auch diesen Kampf hier angenommen haben, wie sie die Bereitschaft auch nochmal angenommen haben, um diese gute Mannschaft zu bestehen und mit 3 Punkten nach Mannheim zu fahren. Das war unser Ziel und das haben wir erreicht. Normalerweise bin ich keiner, der einzelne Spieler besonders hervorhebt. Ich bin einer eher, der vom Kollektiv und vom Teamgedanken kommt. Aber wenn es auch einer verdient hat, dann mache ich mir auch keine Probleme, das auch hervorzuheben. Da möchte ich einfach unseren Kapitän Hanno Balić heute wirklich hervorheben, der ein sensationelles Spiel gemacht hat, der viele Löcher zugeschaut hat, vor allem in der ersten Halbzeit. Und das zeigt, was für eine Qualität er mitbringt, als Typ, als Mensch. Und davon profitieren wir und natürlich froh. Ansonsten nochmal Hut ab vor der Mannschaft, Respekt für die Leistung. Und wir haben jetzt 3 Spiele, 7 Punkte, damit sind wir zufrieden. Aber wir wissen auch, dass wir weiterhin hart arbeiten müssen und da sind wir auch gut beraten. Dir, Peter, wünsche ich natürlich für den Rest der Hinrunde nochmal alles Gute. Danke. Ja, danke schön, Herr Kotschak. Dann hat das Mikrofon unser Trainer Peter Rubeck. Ja, ich begrüße Sie alle auch recht herzlich zusammen. Wir haben uns natürlich auch vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. Wir haben uns auch gut auf den Gegner vorbereitet. Ich möchte vorneweg mal eins sagen, ich bin also nicht total enttäuscht. Ich bin schon enttäuscht über die Art und Weise, wie man das Spiel verloren habe. Aber ich möchte nicht alles schlecht reden. Es gibt gewisse Dinge, muss ich sagen, da bin ich zufrieden. Aber es gibt auch gewisse Dinge, da muss ich ganz klar sagen, da kann ich als Trainer nicht zufrieden sein. Ich muss also zum Beispiel sagen, das erste Gegentor, das für mich mit Spiel entscheidend war, da hat sich eigentlich gezeigt, dass wir nicht clever sind. Das Tor wäre Waldhof meiner nie gefallen, also gegen Waldhof. In der Situation konnte man 3-mal ein taktisches Foul machen. Ist uns 3-mal nicht gelungen oder haben es nicht erkannt. Es ging dann so lange, bis der Ball im Tor war. Danach war es natürlich klar, da hat sich das Spiel dann, lief das Spiel dann anders ab. Trotzdem hatte man auch dann noch Möglichkeiten. Ich muss aber sagen, das Spiel heute haben wir deswegen verloren, weil man gegen Mannschaft gespielt hat, die in der entscheidenden Situation cleverer war als mir. Und dort dran müssen wir arbeiten. Ich sag, wenn der Ball 3-mal, die Mannheimer hatte sicherlich auch ihre Möglichkeiten, ganz klar. Ich sage auch, der Sieg war auch nicht unverdient, muss ich auch klar sagen.
weil sie einfach cleverer waren. Aber wenn der Ball dreimal auf der Linie oder zweimal auf der Linie entlang läuft, dann sollte man schon in der Lage sein, auch mal irgendwann einen Ball reinzuschießen. Das muss ich also ganz klar monieren. Mir hatte die ein oder andere Torchance rausgearbeitet. Unser Spiel gegen den Ball, das hat man beim zweiten Tor gesehen, ist weiterhin verbesserungsbedürftig. Da bin ich also absolut überhaupt noch nicht zufrieden. Das habe ich aber im Training auch schon gesehen. Insofern war es, ist alles für irgendwas gut, weil der ein oder andere hat jetzt auch schon gedacht, ja gut, der Trainer, jetzt machen wir das wieder und da wieder gegen den Ball. Das war letztes Jahr unser Plus. Uns muss uns einfach gelingen, dass das nochmal besser wird, weil nach vorne haben wir die Qualität, uns Torchance rauszuspielen. Das hat man heute auch gesehen gegen eine sehr gute Mannschaft. Wie gesagt, wir haben deswegen auch verloren, weil die Mannschaft oder weil die Gegner cleverer war. Für uns persönlich hat sich, ja, ist es eigentlich jetzt so, so Niederlage ist auch wieder Chance für alle. Der ein oder andere, muss ich sagen, ohne dass ich Namen nenne, bin ich im Moment enttäuscht. Ich muss also sagen, nachher zum Beispiel, als wir gewechselt haben, haben wir nach hinten wesentlich mehr Stabilität gehabt. Da müssen wir dran arbeiten und da ist der ein oder andere auch gefordert. Wir werden die Woche im Training an gewisse Dinge arbeiten, wie die Woche auch. Und da bin ich mal relativ sicher, dass wir auch dann wieder erfolgreich spielen. Es gilt jetzt definitiv nicht hier ins Tal der Tränen zu fallen, aber es gilt das zu analysieren und im Moment sind wir alle enttäuscht. Die Mannschaft hat sich sicherlich auch was vorgenommen gehabt, aber irgendwo haben die 10% gefehlt, um das Spiel zu gewinnen. Danke. Ja, danke Peter Rübeck. Dann haben wir jetzt die Gelegenheit, Fragen an die Trainer zu stellen. Mirko Vlahar kommt durch den Volk von dir. Echt so? Ja, ist doch mit euch. Zweitere Frage, ja, nochmal mehr zu Blanken. Zunächst mal ist es eigentlich eine Schande, dass so ein Spieler nicht im Kader ist. Der müsste eigentlich schon in die erste Elf spielen. Wir haben den auch nicht geholt, dass er nicht im Kader ist. Aber da muss man mal ganz klar sagen, da müssen sich die Jungs mal hinterfragen. Bei mir im Training ist es eigentlich so, oder ich sag mal, es zählt auch Trainingsleistung und dass man sich im Training voll reinhängt und auch mal zeigt, wenn man nicht spielt, dass man spielen will. Und da gehört auch dazu, dass man dementsprechend lebt. Und wenn dann der Trainer alle drei Wochen gewisse Maßnahmen ergreift, um das zu testen, es kommen dann Dinge raus, die untragbar sind, dann muss man den auch mal streichen. Aber für den ist es eigentlich auch so, da geht es jetzt wieder bei Null los und da ist der jetzt gefordert. Da sind noch zwei, drei mehr, weil Fakt ist, er ist mit Sicherheit einer von unseren besseren Fußballer. Und es tut als Trainer, ist es schon so, wenn man dann einer von den besseren Fußballern nicht spielen lässt, das ist schon schlecht. Aber das hat dann auch seine Gründe und da muss man klar sein, da muss ich dann auch die Spieler hinterfragen. Aber wir sind am Anfang der Saison, wir haben noch 31 Spiele. Und wir müssen uns alle noch ein bisschen besser kennenlernen und dann gehe ich mal davon aus, dass wir das auch in den Griff kriegen. Die zweite Frage. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf ich die Endergebnisse von den anderen Plätzen bekannt geben aus der Regionalliga Südwest. Balinger SC gegen Pirmasens 0:2. Kaiserslautern 2 gegen Spielberg 2:2. Astoria Waldorf gegen Elversberg 0:3, Neckar-Elz gegen Fahne von Saarbrücken 2:0 und Offenbach gegen Freiburg 5:1. Ja, wir haben dann zwei Auswärtsspiele hintereinander, Sonntag den 23. August um 14 Uhr bei Hoffenheim 2 und am Mittwoch den 26. August in Homburg um 19 Uhr. Unser nächstes Heimspiel wird dann am Sonntag den 30. August um 14 Uhr
Hier heißt es dann Eintracht Trier gegen Neckar Elz. In der zweiten Runde im Rheinland-Pokal spielt Eintracht Trier gegen SV Leiden, und zwar in Leiden, ist klar. Der genaue Termin wird aber noch bekannt gegeben, das heißt, es soll Anfang September sein. Ja, ich darf mich dann Sie verabschieden, Herr Kotscher, gute Reise nach Mannheim zurück und weiterhin sportlichen Erfolg. Und dir, Peter, auch alles Gute für die nächsten Trainingseinheiten und für die zwei Auswärtsspiele. Und ich werde das auch begleiten. Ich werde auch natürlich zu den Spielen fahren, genau wie die Herren der Presse hier werden dabei sein. Und ich möchte dann hier in diesem Moment auch den helfenden Händen danken, die bei der Technik und beim Service herzlichen Dank. Die Pressekonferenz ist beendet.